Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir den Anime 91 Days aus in der Complete Edition von KSM Anime. Gibt es auf DVD und Blu-ray. Wir haben hier die DVD-Fassung. Sollte euch dieser Anime interessieren, werde ich euch diese Edition auf DVD und Blu-ray mal zu Amazon unten in der Videobeschreibung verlinken. Da verdiene ich aber nichts dran. Und außerdem auch einen Trailer und weitere Informationen. Ja, hier haben wir das gute Stück. Gestern war ja bei ProSieben Max das große Finale diesen tollen Anime, den ich echt nur empfehlen kann. Hat mir gut gefallen. Und ja, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Er ist ab 16 Jahren freigegeben. Man kann diesen FSK-Aufkleber entfernen. Lief damals wohl oder läuft noch auf Crunchyroll. Und die Box ist sehr stabil, wie man hört. Es ist eine Mafia-Geschichte, wo der Hauptpunkt aus Rache besteht durch den Hauptcharakter. Aber es gibt hier auch in dieser Geschichte viel Verrat, aber auch Freundschaft, Brüderlichkeit. Und der hat mich richtig gepackt. Also der Hauptcharakter ist ja auf einem Rachefeldzug und er tötet manchmal Charaktere, wo ich mir gedacht habe, nein, den noch nicht, der war doch eigentlich ganz cool, und dann wird er auch getötet, weil er leider damals dabei gewesen ist bei dieser schlimmen Sache. Hier gibt es aber auch ekelhafte Charaktere, wo ich mir gedacht habe, gut, dass der getötet wurde, aber auch andere Charaktere, die ich cool finde und die auch überleben zum Glück. Und ja, tolle Mafia-Geschichte, also kann ich echt nur empfehlen. Ich glaube, in Japan ist dieser Anime nicht so gut angekommen oder nicht so bekannt. Ist von Studio Shuka produziert worden. Also mir hat er richtig gut gefallen, kann ich echt nur empfehlen. Auch die deutsche Synchro richtig gut gemacht, zum Beispiel Nero, der hat die Stimme von Bob's Burger. Die passt aber perfekt. Da ist ja die Stimme von den deutschen Sprechern von Kakashi dabei. Und. Dann haben wir extra Charakterbooklet, Episodenguide, Artcards, Wendeposter. 91 Days Bonusclip, TV-Spots und Promotion-Videos, Trailer, Bildergalerie. Und das Ende ist ein Ende, da kann jeder für sich selbst was in die Schale legen, wer meint, wie das Ende, ja, für wen das Ende so ist. Also das hat einen Freiraum, wie man denkt, was wohl am Ende passiert ist. Also man sieht zwar noch in der OVA nochmal was, aber wie gesagt, das Ende ist so, kann jeder sich für sich selbst denken, kann man was in die Schale schmeißen, was man denkt, was wohl wäre, wenn. So, gucken wir uns mal die schicke Box an. Wie gesagt, Schubas hart, da hat sich KSM ja echt gut gebessert. Dann haben wir hier, nee, das ist 3. Wo haben wir denn jetzt die Zahlen gewesen? Ah, hier. Volumen 1. Alivio ist das, glaube ich, gewesen, ne? Nero. Ich habe es ja echt nicht mit dem Namen. Krieg's raus, ja. Schön diesen Plastik. Leider schon ein paar Fingerabdrücke drauf. Dann haben wir die erste DVD, Werbung. Hier ist dann ein Booklet drin. Hier haben wir dann die ersten 4 Folgen. Hört ihr, wenn ihr einen Vogel draußen hört, tut es mir leid, aber ich habe das Fenster auf, weil es so warm hier drin ist. Dann haben wir Orange. Ja, den muss ich mir noch. Den habe ich, glaube ich. Muss ich mal auf meinen Stapel der Schande gucken. Den habe ich schon ausgepackt. Joker Game. Ist auch interessant. K7 Stories. Hunter x Hunter. Und Overlord. Dann haben wir den Episodenguide. Also ich kann echt sagen, dieser Anime hat mich echt gepackt. Also ist neben Goblin Slayer und Violet Evergarden einer der Anime, wo ich echt dachte, cool. Also ein richtig guter Anime, der auch Charaktere hat, nicht nur Kloncharaktere. Also hat mir richtig gut gefallen. Das Booklet duftet auch so gut. Machen wir einen Dufttest. Ja. So, das war Volumen 1. Dann haben wir hier Volumen 2. Die besten Freunde. Da gibt es auch eine Szene, die ich echt traurig gefunden habe, muss ich sagen. Aber die, die den Anime geguckt haben, wissen, welche ich meine. So, dann gucken wir uns mal die Karten an. Einmal die beiden. Und die Dosen, also Pfirsichdosen. Ach, das ist das Poster, das gucken wir uns gleich an. Dosen mit Pfirsichen drin, die spielen ja auch eine lustige Rolle. Und es wird sehr viel geraucht in diesem Anime. Ich bin zwar nicht Raucher, aber ist mir mal so aufgefallen. Aber es spielt ja auch in der Mafia-Zeit. Ein Hochglanzposter sogar. Zwar ein kleines, aber. Und auch wenn ihr gerade diese zwei Charaktere mit Pistolen aufeinander gesehen habt, es sieht nicht immer so alles aus, wie es so scheinen mag. Und dann haben wir hier diese beiden.
Der ist ja ein bisschen abgedreht, der Charakter hier, wie ich finde. So. Ach, das war Volumen 3 schon. Jetzt haben wir hier Volumen 2, okay. Das Charakterbooklet. Nero, ja genau, Nero. Avilio, spricht man so aus. Ja. Ich spoiler kurz. Seid ihr weg, wenn das nicht schön wird? Okay. Den fand ich cool, aber der wurde leider getötet. Also auch der Release gefällt mir richtig gut. Finde den Anime auch besser als Bongo Strange. Da fand ich die erste Staffel gut, die zweite Staffel. Jo. Beziehungsweise die zweite Hälfte war es, glaube ich, gewesen. Aber der Anime hat mich komplett gepackt. Vielleicht liegt es auch daran, dass so allgemein so ein bisschen Mafia mag, auch die Spiele und so, aber der packt das so gut alles rein, hat mir richtig gut gefallen. Klare Empfehlung von mir. Echt top Anime für mich. Also hat mir echt gut gefallen. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr Days gefunden habt oder 91 Days. Ich fand ihn großartig. Wenn ihr euch dann mir zusprechen sollt, beziehungsweise ansprechen sollt, guckt euch den Trailer an. Vielleicht finde ich ja auch eine Episode von Crunchyroll. Dann werde ich euch auch in die Videobeschreibung verlinken. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder neue Woche, je nachdem, wie das Video online ist. Und bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.